Ein Moiner und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier Car Mechanic Simulator 21, meine lieben Freunde, mit mir, dem JG Gamer. Meine lieben Freunde, vorab, das Projekt wird nicht mehr so lange gehen. Das Car Mechanic. Weil es wird einen Nachfolger sozusagen geben. Aber ja, das seht ihr dann eher in den nächsten Videos, meine lieben Freunde. Ja, das mal vorab, dass ihr das wisst. Also gerne mal noch ein bisschen reinschauen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich offscreen so alles geschafft habe, meine lieben Freunde. Da steht er, der Bolide. Ich habe mir gedacht, komm. Rot gefällt ihm mir ganz gut. Das ist sowieso ein Auto, bleibt nicht bei uns. Das mal vorab. Fast 500 hat er original. Und man würde sagen, ich habe einiges reingesteckt. Aber wir hören mal zu. Enttäuscht unter 800 PS. So muss es doch sein, Leute. 933 PS. Ja, das ist nicht schlecht, Leute. So, jetzt mal gucken. Ne? So. Das sind Viergänger, bleibt ein Viergänger, Leute. Aber hier ein bisschen hoch. Das sieht nicht schlecht aus. Übernehmen, übernehmen. Also den Rekord haben wir jetzt schon mal. Es wird nicht zum Toppen sein. Wir gucken uns mal kurz durch. Ich habe nicht geguckt, wie viel Geld gibt der. Mal ganz ehrlich, ich habe eigentlich durchrepariert bis zum letzten, Leute. Ja, 115.000 ist ja nicht so schlecht. Erstmal vorab. Dann können wir mal eine Testfahrt mitnehmen machen. Und danach auch gleich verkaufen wird. 474. Es wird ja nicht sein. Es wird ja nicht fahren. Das ist mir ganz klar. Ich habe die Räder justiert, ich habe alles schon gemacht. Aber wie schon gesagt, wir haben was schon erklärt. Ohne Mods-Fahrzeuge, das bleibt bei uns nicht. Jo. Er hat noch ordentlich an Dampf hier oben. Aber geht es nicht aus. Geht sich nicht aus. 449. Das ist einiges, Leute. So ist es mal nicht. So gefällt doch das einfach. Nur gerade das macht der. Okay, zurück zur Werkstatt. Wir haben gesehen, da kam was. Das man nebenbei nicht. Ach, jetzt habe ich was vergessen, Leute. Ich habe neue Mods mit reingenommen. Entschuldigung. Das ist nicht zu wenig. Ein paar.
So, Leute, er ist schön, er hat Spaß gemacht, aber jetzt kann er auch wieder gehen. Ihr fragt euch sicherlich, warum habe ich irgendwie wenig Geld? Weil der andere ist. Ja. Aber nein. Hab zu wenig Zeit gehabt. Auch für das andere Fahrzeug. Aber mal vorweg. Das ist jetzt. Mach's. Jetzt können wir kurz ein paar Sachen machen. Werde ich mal gucken, den Offscreen noch fertig zu stellen. Leute, bei der macht nicht so viel Spaß euch. Das weiß ich doch. Deshalb gehen wir mal zuerst zum Hauptplatz. Mal vorweg, Schrottplatz, ich komme. Paar Fahrzeuge vielleicht einkaufen. Paar Fahrzeuge, wo können gleich wieder weg, vielleicht einkaufen. Man weiß nicht. Mal gucken. Und zum Auktionshaus, zum Ende hin, in die Scheune. Mal gucken. Bis dahin sollten wir vielleicht einen neuen Mod schon mal sehen. Hoffe ich mir mal. Erhoffe ich mir mal. Ist das nicht schon ein neuer Mod? Moment. Nee, der Mod haben wir, aber hatten wir schon. Wisst ihr was? Ich würde den kaufen. Ach, 4000. Kaufen. Aber in die Garage. Nee! Doch, Garage. So ist es. Super. Die Corvette ist kein Mod. Deshalb, Leute, am besten fasse ich das gar nicht mehr an. Könnte ich zwar Gewinn rausschlagen. Bisschen was. Komm, egal, gleich stehen lassen, Leute. Die 500 hatten, Junge. Das ist, glaube ich, ein neuer Mod. Jawohl. Den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Was hat der für einen Motor drin? Es ist zwar nicht ein großen, aber komm. Kaufen und in die Werkstatt damit. Garage hat keinen Platz mehr. Gucken, vielleicht mal. Vielleicht mal einen Durchgang machen. Ah, nee. Ich kann ja noch hier hinten lang. Dann nachher. Da vorne. Dann. Okay, aber ich glaube nicht, dass das ein Mod ist. Nee, was ich fast. Deshalb bleibt er stehen. Ja, bleibt stehen, meine lieben Freunde. Das bringt uns nichts. Und die DeLorean, das haben wir schon. Das kostet ja. Boah. Ein bisschen mehr bezahlt, glaube ich. Das ist, glaube ich, kein Mod, soviel ich weiß. Nee, ist es auch nicht. Er hat nicht niemals den großen Motor drin. Juckt uns nicht. Genau. Wir hätten jetzt noch ein Fahrzeug. Keine Ahnung, ob das ein Mod ist. Ja, das ist ein neuer Mod. Warum habe ich mit draufgenommen? R230. Okay, vielleicht finden wir mal einen größeren Motor verdienen oder irgendwas in der Kein. Kaufen.
Ja, jetzt nichts mehr. Nee. Nö. Ja, jetzt auch nichts mehr. Nicht, nicht, nicht. Gut. Doch. Hier hat's eine Toyota Supra, meine Freunde. Und die, das ist schon. Nein. Nein, Junge, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Also eine Toyota Supra möchte ich noch gerne kaufen. Das wäre noch was. Kann man nicht mehr Garagenplätze kaufen, irgendwie? Ich hab wieder alles so will, Junge. Kann ich schon mal ein Fahrzeug in die Lackierkabine schicken, weil der Renault ist lackiert. Deshalb machen wir den noch fertig. So schnell wie möglich, Leute. Und dann wird er ja in die Lackierkabine geht der hier. Lackierkabine. Dann können wir den anderen in die also in die Werkstatt fürs runterwaschen schicken. Haben wir von zwei Sachen mehr Platz, aber hier ist mal kurz die Frage: Kann man die Garage nicht erweitern? Oh, Leute. Jetzt wird hier gekommen. Parkplatz. Genau. Zauber wird hier Feuer gemacht. Gehen wir mal zum Auktionshaus. Schade, die Supra hätte ich gerne mitgenommen, Leute. Schade, schade, Marmelade. Ein RS6 habe ich. Ah, das ist halt auch wieder so eine Sache. Gehen wir mal zu dem neuen. Zuerst mal hin. Das sind 2,8 Liter V6. Vielleicht ist das der größere Motor. Mal gucken. Kurz durch. Das ist ja nicht schlecht. Oh, der steht brutal gut da. Nee, das wollte ich nicht. Aber 34. So verlogen. Nee, 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 nee. 1,4 Liter sogar. Was ist denn das hier? Schön. Ist tatsächlich 1,4 Liter oder wie? Das ist ziemlich mehr, Alter. Hat die Einträge, denke ich, falsch gemacht. Der junge Kerl da. Was ist das denn? Das habe ich als Mod mit reingenommen. Keine Ahnung, was das ist. Kurz rum. Der ist ja vollkommen auseinandergenommen. Wartet mal kurz, Leute. Der ist ja komplett randaliert. Der hatte mal nicht. Wie sieht's denn? Ja. Der hatte mal einen ziemlich starken Unfall, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Der hat einen Mittelmotor, oder? Ja, aber. Ey, das kann ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht. Wie sieht's denn mit dem Ding aus?
Das ist ein Mod. Das ist der neue. Das ist ein GTA. Oder ist ein Mod, oder? Ist der 570er. Ah, damit kann man auch Spaß haben. Aber. Das sind alles Mods, aber. Ich glaube. Ich glaube, es wäre gescheiter, mal hier zu kommen. RS6 haben wir, das müssen wir nicht mehr. Den haben wir auch, glaube ich. Weiß es nicht ganz genau. Gehen wir mal gucken. Wenn er jetzt nicht so teuer ausfällt, dann kaufen wir das Ding. Keine Ahnung, ob das wirklich gibt, aber er gefällt mir. Wartet mal kurz, Leute. So, bin wieder da, meine Freunde. Garage. Ah, ich habe gesagt, wenn er nicht so teuer wird, dann wird er gekauft. Das ist ein GLI. Was ist das? Kurzum, also, manchmal verstehe ich den Bezeichner nicht. Das. Nee. Will gleich versemmeln, Leute. Hier, den brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Das haben wir, das haben wir. Den haben wir. Den würde ich noch kaufen. Ich würde bei den 2 GTX gucken, wegen den Motoren. Unser 304 PS. Wenn ich einer krieg mit mehr Leistung. 361, okay. Der erste oben hat 361. Der hier hat. ...363, unsere hat wirklich nur 2 Blätter. Okay, dann kaufen wir den mal. Brauchen wir den vom Schrottplatz her. Das ist gut, haben wir gewonnen. Garage. 361 hat der Notfallsmann. Dann wollten wir der noch. Ah, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Das ist das Supra. Wie man sie kennt und liebt. Und die wird jetzt versteigert angefangen. Es wird der Kaufpreis genannt, 55.000. Das ist hoch für so eine Schrottkarre, wie die jetzt aussieht, Leute. Aber ist ja super. Ist ja jetzt mal gut. Ich will sie. Das interessiert mich nicht. Wie viel hoch gehst du, Junge? Das ist meine. Junge, aber 70k, das ist schon. Schon eine Ansage. Da habe ich meinen gekauft. Weiß ich gar nicht, wie viel der ist. Na doch. War auch, glaube ich, 254. Ja, ist ja jetzt Wurst. Weiß gar nicht, was das Ding für ein Ding ist. Aber egal. Ein Porsche da, ne? So,
Es sind durch. Das habe ich, das Ding. Das Ding habe ich. Ah, ja, stimmt. Zurück. Okay, verlassen. In die Garage zurück. Ausprobieren werde ich auf jeden Fall. Wie habe ich euch schon gesagt, versprochen, gemacht? Dings da hinten fertig machen. Parkgarage. Ist kein Mod. Ja, der ist nicht zusammengestellt, geschustert. Ist er? Wie sieht's denn aus mit dem? Mit dem Juden. Da tausche ich mal kurz die Plätze mit dem Dings. Ach, in die Absprühhalle, Junge. Innenraumpflege. Kann er gleich gehen. Schönes Auto, aber wir haben ja. Zwei macht dann auch wirklich keinen Sinn. Gut. Und jetzt noch den letzten Abstrich, Leute. Und los geht's. Wie schon gesagt, den Rest werde ich den schwarzen zusammenbauen. Würde ich sagen, ist. Jeder kennt sich ein bisschen aus. Das ist ein Renault V6. Die haben sie nicht lange gebaut. Ist auch der einzige Renault Clio mit Heckantrieb von dieser Baureihe. Das ist der 3-Liter V6 Motor. Groß. Ein spritziges Auto, würde ich sagen. Genau. So würde ich jetzt mal einfach so benennen. Wir den aufbauen und wir gucken, wenn ich Zeit habe für den anderen. Das ist. Leute, das ist hier so, das versteht ihr von mir. Das ist etwas, kostet im echten Leben eine Menge Kohle. Aber es ist kein Markt, das wird wieder nicht kommen. Ganz einfach. Ist auch kein Markt, das wird wieder auch nicht kommen, Leute. Bringt uns nicht. Aha. Hier kommen wir der Sache näher. Limmert, leider. Genau. Den werden wir noch kaufen. Ah,
ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo dalassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.